Bandai Namco Entertainment, Tarisa Studios, Unreal Engine, Powered by Vice. Und damit seid gegrüßt, nochmal offiziell zu einem neuen Livestream-Projekt auf Zwergenfürst LP mit dem Zwergenfürst. Willkommen zum Let's Play Little Nightmares 2. Lange habe ich drauf gewartet, lange haben wir drauf gewartet. Teil 1 haben wir schon auf YouTube gestreamt und habe ich schon auf YouTube hochgeladen, in Parts aufgeteilt. An Little Nightmares Teil 1 hatte ich schon so einen Spaß dran. Es war eine Freude, Little Nightmares 1 zu spielen. Ich habe den ersten Teil so sehr genossen. Und jetzt ist es endlich soweit. Es ist der 11.02.2021. Und wir spielen am Release Day des Spiels Little Nightmares 2. Der Tragödie, zweiter Teil, die Fortsetzung des ersten Teils. Und wir sehen auch schon hier, ich kann schon so ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Wir haben. Wenn ihr euch dran erinnert, wenn ihr mal ein bisschen Recap macht in eurem Hirn, wenn ihr mal so ein bisschen euch dran erinnert, wie Little Nightmares 1 geendet hat, also die Hauptstory, nicht das DLC, das DLC haben wir auch gespielt im ersten Teil. Die Hauptstory des DLC, die Hauptstory des DLCs, genau. Die Hauptstory des ersten Teils endete damit, dass die kleine Six dem Leuchtturm, es war so eine Art, es war erstmal ein Schiff und dann war es, also das letzte Bild, was man gesehen hat, war ein Leuchtturm auf einer Insel und die Six ist aus ihrer Gefangenschaft aus dem Dampfer entkommen und kam dann, also letztendlich ist Six entkommen aus dem Kutter, es war eigentlich ein Kutter. Und wir sehen hier einen Strand, eine Art Stadt, eine verfallene Stadt am Strand. Das heißt, eventuell, wie wir es gleich sehen, eventuell schließt das der zweite Teil, wäre denkbar, an den ersten Teil, an das Ende des ersten Teils an dem Six entkommen ist. Sie war die ganze Zeit auf dem Schiff. Und ist dem Schiff entkommen. Vielleicht kommt es jetzt an Land und erlebt weitere Abenteuer. De Mont, ein schönes Luxusrestaurant, genau. Es war. Und danach haben wir das Kids DLC gespielt. Das waren drei DLCs, ja, die man zu eigenem DLC. Es war ein großes DLC, in dem drei kleine DLCs zusammengepackt waren. Insgesamt ein großes DLC mit Kit drin. Ja, und wenn man mal das DLC weglässt, es haben nicht alle gekauft, es haben nicht alle gespielt, hat die Story, die Hauptstory von Little Nightmares 1 dabei geendet, dass Six aus dem schwimmenden Luxusrestaurant entkommen ist. Wir werden sehen. Inwiefern die kleine Six, sie wird auf jeden Fall hier vorkommen, inwiefern ihre Geschichte hier fortgeführt wird. Wir drücken mal starten und starten in das Spiel. Dann mal die Kapitelauswahl. Aha, ja, da müssen wir jetzt noch nicht so sehr reingucken. Die Einstellung haben wir eigentlich schon getroffen. Helligkeit ist in Ordnung, denke ich so. Die Steuerung ist klar, das ist eigentlich. Ich bin auf der Taste WASD. Rein machen wir also alles, eigentlich alles wie in den Nightmares 1. Hier Steuerung haben sie eigentlich sehr gut übernommen. Duckenrutschensteuerung, E-Taschenlampe fern. Ja, das dürfen wir hinkriegen. Wer den Nightmares 1 gespielt hat, der kommt auch mit der Steuerung hier zurecht. Wir werden schnell damit zurechtkommen. So, ich habe schon viel drum herum geredet um den Hessenbrei. Da reden wir nicht noch länger um den Hessenbrei herum, sondern starten in ein neues Spiel. Wir gehen
ein neues Spiel. Los geht's. Ihr habt lange gewartet. Ich habe lange gewartet. Auf geht's. Wir starten das Spiel. Oh, wir haben sogar drei Spielstände. Auf geht's. Und wir beginnen mit ihm hier, mit dem Kollegen. Ein kleines Männchen mit einer Tüte auf dem Kopf. Ja, sehr schön. Leuten, die die Demo-Version gespielt haben, die die Demo-Version im Stream gespielt haben. Ich hab's noch am Dienstag. Er heißt Mono. Aha, okay. Wir spielen hier Mono. Leute, die die Demo-Version, das letzte Test der Demo-Version an Weihnachten zum Weihnachtsspecial gesehen haben von mir. Oder auch letztens neulich erst im Stream, am Dienstag erst haben wir es im Stream gespielt, die das bei mir gesehen haben. Denen ist das hier nicht mehr neu. Wir werden hier eventuell wir beginnen hier an derselben Stelle, wo wir im Stream aufgehört, in der Demo-Version aufgehört haben. Eigentlich begonnen, wo ich bin schon wieder komplett durcheinander. Wir beginnen dort, wo wir auch die Demo-Version begonnen haben. Starten hier mit Mono ins Abenteuer. Ein kleines Männchen hier. Was haben wir denn hier? Lauter Fliegen. Ich gehe vielleicht hier mal einen anderen Weg. Wir können keinen anderen Weg gehen, aber versuch mal hier in den Wald zu gehen. Ein bisschen räumliche Tiefe des 3D-Spiels auszuprobieren. So, ja, die Sache ist bekannt. Wer die Demo-Version gespielt hat, der hat sich schon ein bisschen gespoilert. Aber wir machen das natürlich nochmal. Danach geht's weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass die Demo-Version das den Anfang des Spiels so wiedergibt, so genau wiedergibt. Aber okay. Okay. Haben wir uns den Anfang des Spiels gespoilert. Ist ja nicht wild. Das Spiel hat ja wahrscheinlich noch mehr Inhalte als die der Demo-Version. Das ist die halbe Stunde Demo-Version. Achtung, Falle. Achso, ich brauche mal einen Schuh für. Und irgendwas, was wir hineinwerfen können. Ach. Sag nicht, wir hätten den Schuh mitnehmen sollen. Hier können wir rüberspringen. Ach so, ja. Okay. Da habe ich den Gedanken schon ein bisschen weiter. Auch im Hauptspiel können wir hier nicht drauf. Modi freut sich schon. Das freut mich, dass Modi sich freut. Ich freue mich auch riesig drauf, dass ich konnte es kaum erwarten. Ich habe schon die letzten Tage, bin geplatzt vor Freude. Es ist, ja, war kaum zu erwarten. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir spielen. Jetzt spielen wir es live im Stream. Es ist der Wahnsinn.
Hier das erste Sprinten. Das erste Davonrennen. Haben wir erfolgreich geschafft. Ich bin ja geübt. Ich habe die Demo-Version ja schon zweimal gespielt. Ich glaube sogar schon dreimal. Einmal habe ich sie noch privat gespielt. Ich konnte es nicht erwarten, dass jetzt. Oh, ja. Erster Fail im Let's Play. Moin, die Hase 123. Willkommen zu Let's Play. Little Nightmares 2. Im zweiten Teil der Little Nightmares Reihe. Hoffen wir doch, dass es mal eine Reihe wird. Ich meine, wir sind mal ganz leise. Wenn wir jetzt sagen, dass es irgendwann mal ein Teil 3 gibt, also die Teil 2 ist gerade erst raus. Okay, ich bin gerade zu blöd, um das Ding zu greifen. Ja. Erstmal, es tut gerade erst Teil 2. Heute ist Release Day von Teil 2. Es ist jetzt noch kein Teil 3. Es ist doch, wenn nicht wahr. Ist doch hier. Ich liefere hier mal wieder ab. Es ist hier wieder. Eben habe ich noch gesagt, ich kenne noch die Demo-Version. Ich bin doch hier schon geübt. Von wegen, denkst du. Oh, eine Kurbel. Eine Kurbel, die wir nicht erstmal suchen müssen. Sondern die schon drin steckt und schon zu betreiben ist. Ist ja was Besonderes in den Nightmares. Also da weißt du ja schon, wo es lang geht. Hier runter müssen wir nicht noch extra sterben. Ich denke, einen Death Counter lasse ich auch in diesem Projekt diesmal aus. In den Nightmares Teil 1 habe ich einen Death Counter eingeführt. Da gab es einen Death Counter. Den ich dann im Schnitt dann mit eingefügt habe. Ja. Da müssen wir jetzt nicht jeden Tod zählen. Darauf kommt es ja hier nicht an. Gibt auch kein Game Over und so. So, Schuh. Wir nehmen einen Schuh mit. Genau zu diesem Zweck hier. Da ist eine kleine Bärenfalle. Eine Bärenfalle ist nicht, aber eine Falle. Damit wir hier nicht gefangen werden. Du willst alle Tode zeigen für die Zuschauer. Ja, aber einen Death Counter, der muss nicht oben drin stehen. Das ist, haben wir eh schon im ersten Teil geschummelt. Habe ich eh schon ein bisschen geschummelt. Und ja, ich zeige euch die Tode. Ihr seht hier alle Fails und alle Tode. Aber die rote gruselige Zahl oben rechts im Bildschirm, ja, spare ich euch. Das sah auch im ersten Teil schon ein bisschen hässlich aus. Wir wissen es doch alle. Death Counter, ja. Nee, Death Counter, nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Wenn du das schneiden willst, Modi. Wenn du mir das schneidest, können wir da gerne einen Death Counter drin haben. Ich füge da keinen Death Counter im Schnitt ein. Wenn du das machen willst, wenn du mir meine Videos schneiden willst, können wir gerne einen Death Counter reinhaben. Ja. So, ich werfe hier nochmal einen. Okay, scheint safe zu sein. Das ist so. Macht dann eine Best-of vom Spiel von dich. Ah, shit. Und da haben wir unseren ersten Tod. Ja, Death Counter 1. Ihr könnt ja in den Kommentaren mitzählen. Dann könnt ihr einen Death Counter in den Kommentaren machen. Die Tode in den Kommentaren mitzählen, wenn ihr wollt. Ist mir dann am Ende.
mir dann am Ende vorhalten, wenn das Projekt vorbei ist, wie viele Tode ich hatte. Ja. Dann ist es ja auch in den Videos, weil der Chat unten eingeblendet ist. Da hast du doch deinen, Death Counter Modi. Dann ist es unten rechts eingeblendet diesmal, nicht oben rechts. Durch euch. Achtung, Bärenfalle. So, hops. Und weiter geht die Reise. Ich versuche mal hier lang im Wald spazieren zu gehen. Okay, das ist eine unsichtbare Wand, da kommen wir nicht weiter. Sehr schön. Da kommen wir an ein Häuschen. Oh, eine Kloschüssel. Der hat sein Klo geoutsourced. Der scheißt jetzt außerhalb des Hauses. Ja. So. Immer lang in lang jonglieren. Hangeln. Oder wie nennt man das? So, eine leckere Küche. Wir können den Ofen, glaube ich, aufmachen, oder? Können wir den aufmachen? Nee, gerade nicht. Und die Schublade können wir aufmachen. Auch nicht. Wir können da vielleicht hoch. Nee, auf den Tisch. Ach, egal. So, komm, jetzt hier können wir wieder hoch. Küchentür auf. Errungenschaft freigeschaltet. Was ist in der Kiste? In der Kiste. Eine Kühlkiste. Da war schon die erste Errungenschaft des Spiels. Sehr schön. Da müssen wir lang. Haben wir die Szene, die so vielmals in den Trailern gezeigt wurde, des Öfteren. Wie ihr aus dem Twitch-Trailer kennt. Wir wissen, was zu tun ist. Kleine Saw-Anspielung. Nicht Saw, sondern wie ist das? Shining. Shining-Anspielung. Wollball. Können wir die mitnehmen? What's in the box? Geile Anspielung an 7. Nachholen, wenn du die noch nie gesehen hast. Eher nicht. Ich weiß, worum es geht in 7. Eher nicht so. Aber ich dachte an Shining. Das hat so die Szene, wo die. Das hat so ein bisschen Shining-Stil. Wo die eine Dame unter der Dusche. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, im Bad auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man unter der Dusche ist, aber. Auf jeden Fall im Bad. Und dann der Mann dort einbricht. Ins Bad und die Axt holt immer so. Putsch, die Badtür. Zerstört. Oh, wir haben eine Mütze. Wir haben die Mütze eingesammelt. Im Pausenmenü können wir die Mütze aufsetzen. Hüte. Ui. Jetzt sehen wir das Gesicht von ihm.
wie in ein fiese Schweif. Nutzer. Machst doch solche Crime-Psychothriller-Serien und Filme. Eigentlich nicht. Mag ich Krimis, aber Horrorfilme mag ich nicht wirklich. Eine schreckliche nette Familie. Stück Kuchen. Bestimmt auch eine Errungenschaft für den das Essen zu klauen. Nicht? Sehr schade. Eine schrecklich nette Familie. So, hier mal Räuberleiter. Komm, lass uns hier. Komm, lass uns das Tutorial, die Demo. Den Demo-Versionsinhalt schnell vorbeibringen. Das kennen wir doch alle schon. Ich habe die Vollversion gekauft. Ich möchte im Herrn sehen. Gestöhn aus dem Dachgeschoss. Bin nicht sicher, ob wir da hochgehen wollen. Wir tun das mal. Erstaunlicherweise ist es hier ruhig und leer. Woher die Geräusche kamen, wir wissen es nicht. Okay, ich verstehe den Kommentar nicht. Achso, hier. Dann mach mal Räuberleiter. Kleines Kind. Das ist übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, gar nicht, wie Kid aussieht. Das ist einfach nur ein Kind. Kid sah dann noch ein bisschen anders aus. Geht aus dem ersten Teil, aus dem DLC. In der Hauptstory kam auch kurz vor. Der Kid. Ja, das ist bekannt. Hier können wir. Hier ist übrigens Spiegel. Wer da eins gesehen hat, hoffentlich auf meinem Kanal. Der weiß auch, was wir im ersten Teil mit Spiegeln gemacht haben. Gib mir deine Adresse und ich schicke dir den Film zu Ostern zu, will ich damit sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den schauen werden will. Aber erstmal guten Abend, Quäcke 86. Und übrigens willkommen in England und Community. Willkommen auf meinem Kanal als neuer Follower. Du hast zwischen den Folgen hast du gefollowt. Da gab es keinen Alert für dich. Namentlich wirst du trotzdem nochmal erwähnt. Und wir haben einen Schlüssel. Und nein, wir spielen nicht die Demo-Version. Sieht zwar danach aus. Also ja, in gewisser Weise spielen wir die Demo-Version, aber wir spielen das Hauptspiel. Darin enthalten ist das ist der Anfang. Der Anfang vom Hauptspiel war die Demo-Version. Hier nicht sterben. Hier haben wir den Schlüssel. Kein Problem, sorry nochmal wegen gestern. Was war denn gestern?
Ich hab's schon wieder vergessen. War so unwichtig. War nicht so wild. Wenn ich's nicht mal mehr weiß. Was war denn gestern? Mach dir keinen Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Wurden wieder Pizzen an den Elmwald-Store geliefert. Genau. Oh, jetzt haben wir hier gleich die Action-Sequenz mit dem Jäger. Der Kollege, den kennt man schon. Ich gefragt hatte, wann du streamst und wiss, was dazu gesagt hatte. Ja. Ich habe dann deine Frage halt im Live-Chat beantwortet. Und meine Antwort auf deine Frage war ein bisschen... war ein bisschen Eigenwerbung. In dem fremden Chat. Ja, wir machen es wieder gut damit, dass wir jetzt hier Wiss erwähnen. Ist jetzt Werbung für Wiss hier im, in meinem Chat. Sind wir wieder kurz. Der Wiss, der streamt heute Abend übrigens auch wieder. Mario Kart 8 Deluxe. Und mich nicht alles täuscht. Da war wieder. Haben jetzt ein bisschen Werbung für Wiss bei mir. Ja, wie jeden Abend. Der Wiss ist ein guter. So, haben wir jetzt, sind wir jetzt wieder quitt. Genug Werbung für andere Kanäle. War ja verständlich. Ich habe ja nicht. War ja weniger bewusste Werbung. Aber ich habe halt. Ich hätte es dir direkt schreiben sollen. Das war halt nicht so. War nicht als schamlose Eigenwerbung gemeint. Ist verständlich, deswegen geht auch auf meinem Kanal, auf meinem Stream-Kanal Werbung. Ist durchaus möglich, kann man machen. Aber jetzt nicht so direkt gleich im Chat. Wenn ihr den Kanal bewerben wollt, wenn ihr euren Kanal bei mir bewerben wollt, vorher vielleicht absprechen. Wenn es wirklich was, wenn es was Tolles ist, kann man da vielleicht mal was machen. Unmöglich ist es nicht, aber dann durch mich. Jetzt hier mal Little Nightmares 2 auf meinem Kanal. Zwergenfürster B. So, wann haust ab? Wann haust ab, Fürster, Jäger? Ich warte. Ich bann euch alle weg. Dafür bist du da, Modi. Wenn hier zu dreiste Werbung passiert, dafür bist du da, Modi. Was ist los? Willst du hier Wurzeln schlagen? Achso, stimmt, wir müssen ja während er... Das ist die Aufgabe. Ich dachte, er haut es wieder ab. Während er dort hinter guckt. Und er seine Laterne in den Wald. Dann müssen wir hier durch. Na komm. Sehr schön. Und Spiel vorbei. Nein. Hier war die Demo-Version vorbei. Ab hier ist es blind. Wir sollten hier mal schnell weiter. Weil der Jäger, der schießt ins Loch rein. So, jetzt sind wir blind im Hauptspiel. Kann dir bei mir nicht passieren, ich streame nicht. Aha. Kannst du vielleicht mal ändern, vielleicht streamst du auch irgendwann mal. Macht Spaß, das Streamen. Willst du auch mal versuchen. Na und raus hier. Sind wir jetzt in Sicherheit? Und dann kommt der Förster hier wieder. Förster, Jäger. Ja. Hops.
Tod Nummer 2. Müssen hier ein bisschen weiter springen. Modi, dein Tod-Counter. Ja, dein Death-Counter. Oh, wir spielen nicht den kleinen. Dann aufnehmen und Johnny Mo. Ja. Ich glaube, da braucht es ein bisschen überlegen. Wir müssen mal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwie. Springen schaffen wir scheinbar nicht. Vielleicht können wir den Faden. Ja, wir können die Brücke aufziehen. Hältst du vielleicht mal? Sehr schön. Na toll. Komm rüber hier. Ja, ich zieh schon. Komm rüber. Na komm. Ach so. Ich sollte vielleicht mal. Ach, der reicht mir dann die Hand und dann. Nein. Sehr schön. Und Molly ist nicht mehr aufmerksam. Molly schaut nicht mehr aufmerksam zu. Die Zahl ist nicht mehr aktuell. Modi. Aha. Wenn dann richtig.